Am ersten Tag nach den Ferien kommt eine neue Schülerin namens Mina in die Schule. Sie wird direkt von Mitschülern geärgert. Schau mal, die sieht aus, wie als wohnen sie auf der Müllhalde. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und nicht mal Gleichgewicht hat sie. Am nächsten Tag. Hey Annalena, wie geht's dir? Hi, ganz gut. Haben gestern die neue fertig gemacht. Kannst du dich als Freundin ausgeben, um mal mit Informationen heranzukommen? Ich weiß nicht so genau. Willst du mich etwa wirklich im Stich lassen? Du weißt, was dir dann droht. Okay, ich versuch's. Was ist denn los? Alles okay, ist schon gut. Du kannst mir alles sagen, das weißt du. Ein paar Schüler aus meiner Klasse sind, naja, nicht so nett zu mir. Bin bisexuell. Wer genau ist das nicht? Ich kenne die Namen nicht. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Mina. Und wer bist du? Ich bin Tessa. Ich muss da nochmal wieder los. Ja. Ich Also ich habe mit Mina geredet und sie hat dann halt gesagt, dass sie bisexuell ist und naja, halt ihren Namen und viel haben wir eigentlich auch nicht geredet, nur halt, dass du sie halt auch geärgert hast, aber mehr haben wir nicht geredet. Ich habe im Tastencheck die Bilder von ihr gesehen. Ich habe mich mit einem Mädchen anvertraut und sie hat es Annalena gesagt. Tessa, du musst wissen, sie meint das wahrscheinlich nicht böse. Sie wurde dadurch Annalena mit reingezogen. Bevor die beiden sich kennenlernten, war Tessa so richtig nett. Wir müssen aber auf jeden Fall was tun, so kann das nicht weitergehen. Aber wie? Wir müssen das auf jeden Fall gemeinsam machen, denn alleine kommst du nicht gegen sie an. Wir treffen uns in 15 Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Circa 15 Minuten später. Hey, ich hab Bernhard mitgebracht. Hi, es tut mir wirklich leid, wie ich mit dir umgegangen bin. Aber ich habe einfach Angst, dass Annalena mir wehtut, wenn ich nicht mache, was sie sagt. Schon okay. Ich finde es völlig verständlich, wenn du nicht mit mir befreundet sein möchtest, aber... Ja. Wir brauchen aber auf jeden Fall eine Lösung, weil so kann es echt nicht weitergehen. Aber wie? Ich schreibe Annalena und wir treffen uns gleich an den Steinberg. Bis gleich. Wir müssen ihr uns entgegenstellen und überzeugende Argumente geben. Ich mache mit. Sie soll verstehen, wie ich, dass sie Mist gebaut hat. Danach. Das versorgt. Denn nur zusammen ist man stark. Genau. Komm mit mir. Und jetzt haut ihr ab, weil ihr Schiss habt. Gemeinsam stark gegen Mobbing.